Hey Leute, wir sind mal wieder in Bonn beim Inselscape und wir hatten eigentlich gesagt, dass wir 3 Wochen nach dem letzten Video nochmal filmen. Jetzt sind aber 4 vergangen und leider, weil echt wieder die Rotala und auch die Limnophila bis zur Oberfläche hoch war, musste ich schon mal schneiden. Aber ich habe nicht alles geschnitten, ist noch ein bisschen was zu tun. Haben wir uns heute was Besonderes überlegt, nämlich der Kollege Herr Setzer von Setzer Media hinter der Kamera geht heute vor die Kamera und wir machen heute mal Rollentausch. Der Janis wird ein bisschen schneiden und ich filme ihn dabei. Ist an? Nimmt ist auf? Ist an. Nimmt auf. Okay, alles klar. Hey Leute. Der Janis ist aufgeregt, man sieht das immer. Ja, ich bin ganz kribbelig schon. Janis, was würdest du denn jetzt hier bei diesem Aquarium schneiden? Was fällt dir denn überhaupt auf, was am stärksten hier gewachsen ist? Ja, du hast ja schon extrem viel geschnitten, ne? Ja, eigentlich nur 2 Pflanzen. Also das hier würde ich auf jeden Fall, den Pogostemon erectus, ja, den würde ich vielleicht ein bisschen trimmen. Ja, der will hoch hinaus, ne? Dann haben wir hier Pogostemon stellatus. Ist das hier? Ist der das? Ich weiß es nicht. Pinatifiden. Hier, ne? Da? Ja, da hinten, ne, die Ecke, die ist ziemlich, ja, ziemlich extrem. Und ansonsten... Ich bin so ein grandioser Kameramann. Jetzt muss ich hier drehen, wenn ich... Nee, jetzt habe ich irgendwie Gamma. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Drück mal da drauf, hier. So. Genau, du kannst hier, da. Da drehen? Da kannst, okay, du drehen. Hast du? Ja, sieht, ne, man hier, ne? Ist ja ganz schön, ja, ganz schön ordentlich. Man sieht überhaupt keinen Stein mehr. Was ist das? Das ist doch hier die Tripartita. Ah ja, die würde ich auch. Ne? Die sollte vielleicht auch mal gebremst werden. Soll ich einfach mal anfangen? Ansonsten haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, als ihr noch nicht dabei wart. Was auffällig ist, ist hier, das ist Rotalahara. Ich weiß jetzt nicht, ich kriege die nicht in den Fokus rein, weil der die Tripartita immer haben will. Vielleicht müsst ihr das von der Seite her probieren. Ne? Okay. Normalerweise müsst ihr es manuell fokussieren. Aber ich probiere das mal von hier. Genau. Das hier, liebe Freunde, ist Rotalahara. Auffällig, normalerweise ja knallrot. Hängt aber anscheinend auch wirklich ganz stark von der Beleuchtung ab, welche Farbe die kriegt. Ne? Die Würmer aber, glaube ich, wird sie schon schneiden oder noch ein bisschen? Ich schneide die. Ja? Ja, ja. Ui. Gewagt. Dann machst du aber liebevoll. Immer. Und der Janis schneidet auch direkt den Skalaren die Flossen mit. Das ist die Walichie, ne? Die hier? Ja. Wunderschön, aber noch sehr klein irgendwie, ne? Heftig. Aber guck mal, die Unterseite ist tatsächlich eher so neonartig. Ja, das, ne, ist genau. Die sieht so krass pink aus, ne? Sehr interessant. Schneide ich, glaube ich, mal hier weiter. Und so was machst du den ganzen Tag? Das mache ich den ganzen Tag, ja. Von morgens bis abends. Das ist ja echt ein Traumjob, ne? Ich weiß nicht. Viele mögen das so sehen. Braucht auf jeden Fall lange Arme. Es ist halt, irgendwann ist es halt auch ein Job, ne? So. Ja. Pass mit den Skalaren auf. Ja, aber denkst du, wie du das immer machst hier? Du hast, das sieht bei dir filigraner aus. Nee. Mit Sicherheit nicht. Guck mal, was sagst du zu diesem Schnitt? Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber auch gucken, dass du einzelne Triebe vielleicht so ein bisschen einfach rausziehst, die da irgendwo ganz woanders hin wollen. Ne? Da muss man immer ein bisschen gucken. Sowas hier? Oder das, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also so, guck mal, dass man das auch... So, guck mal, hier vorne geht zum Beispiel unten einer rum. Das, ne, hier, ne? Und da würde ich einfach mit der Hand hingehen und den rauszerren. Weil ich glaube, mit der Schere und so und mit einer Pinzette, da bist du lange dran. Ja. Da geht man einfach hin. Genau. Machen wir ein Tutorial, ein Tripartita-Tutorial. Und ich kann endlich mal Janis Unterhose filmen. Nicht nur andersrum. Sieht man, ne? Nee, mach Spaß. Ich darf nur ich. Unterhosen filmen, darfst nur du. Guck mal hier, habe ich schon. Intuitiv drehe ich übrigens beim Fokus immer in die falsche Richtung, nicht wundern. Ach so, ja, das ist auch tatsächlich von Objektiv zu Objektiv unterschiedlich. Hack ich mal die Pinatifida komplett runter. Ich gucke mir das mal eben von der anderen Seite an, glaube ich. Guck dir das mal von der anderen Seite an. Die kann ich wirklich, ne, bis auf den Stein. Ja. So, wir sind auf der anderen Seite. Und da sehen wir auch, dass der Herr Setzer kräftig zugange ist. Er trifft nur nicht. Da kannst du lieber mit der Hand dran gehen. Ja? Mhm. Gerade die, die so nach unten laufen hier. Und immer die neugierigen Skalare. Mittendrin. Ja, ist gut. Gefällt dir das? Ja. Wunderbar. Was ist da denn hier? Na. Ja, das kann ja ruhig bleiben hier, oder? Oder ist gar nicht so einfach, ne? Ja. Na komm. Ich geh mal wieder rüber, bevor der alles auseinanderreißt. So.
Also, so. Was ich eigentlich meinte, so die hier, ne, wenn hier so Sachen runterhängen so lange, ne, ja, dass man die wirklich dann abzupft. Du musst ein bisschen gucken, wenn du die nach oben wegreißt, dann reißt du die ganzen anderen auch mit. Wenn du einfach dran ziehst, dann ja, reißt du eigentlich dadurch, wo man zieht. In der Regel. Oh ja. Merkst du? Ja. Die geheimen Techniken. Ja. Sehr schön. Ich hatte gesehen drüben, aber das ist von hier aus auch bestimmt richtig schwer zu sehen, dass da so zwei lange Stängel sind. Da vorne so. Was sind das hier? Ja, die da, glaube ich. Nee, ein Stückchen. Nee, gar nicht da, sondern vor dir. Da. Hier? Nee, noch ein. Ja. Da, die sind relativ lang. Die könntest du noch entsorgen. Gut. Schön. So. Dann haben wir Pogostemon erectus, der auch noch. Und ich glaube hier, ne? Diese Hemianthus-Ausläufer, die sollten wir auch mal ein bisschen einkürzen, oder? Meinst du nicht? Würdest du den als Wasserpest weiter gedeihen lassen? Also den mache ich jetzt hier in die Kreisform, ne? Das ist ja wahrscheinlich. Ja. War es da jetzt hier schon, oder? Ja, der ist schon 5, 6, 7 cm zu hoch, ne? Den würde ich schon ein ganzes Stück runterschneiden. Dann sieht der irgendwann innen drin nicht mehr schön aus. Dann gehen die Blätter kaputt. Ruhig mal ein bisschen Mut, Jannis. Mut. Mut. Mut zur Lücke. Mut zur Aquaristik. Also. Ich sehe hier gar nichts. Ja, das ist so. So oder noch tiefer? Ja, ist gut. Ja? Gerade im vorderen Bereich könntest du, genau da, wenn du da noch ein Stückchen wegnimmst, perfekt. Du hast dann alles drauf? Ich glaube, ich habe das drauf, ja. Okay. Ich weiß nicht, also drauf habe ich es mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, es ist drauf. Ja, hier würde ich jetzt dann auch, ne? Also hier? So. Ja, wobei der kommt ja gerade wieder. Ich glaube, vielleicht lassen wir den stehen, oder? Das Schöne bei denen ist ja, wenn die so hoch wachsen, ne? Hier so hoch, ja, dann hat man oben wieder diese richtig schönen roten Spitzen und die Blätter werden ein bisschen fetter. Und vielleicht zieht man den dann einfach komplett mal raus und setzt dann einfach nach. Ne? Okay, das heißt, wir lassen den jetzt in Ruhe. Ich glaube, ich würde den in Ruhe lassen. Okay. Aber die Tripartita hier vorne würde ich auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen auch eindämmen. Weil die wächst nämlich schon bis nach vorne hier unten rum durch. Ich glaube, da müsstest du mal in die Ecke gehen. Ja, ja. Das ist ja auch schon so lose hier, ne? Oder das ist das, lose. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas ziehen, jetzt nur hier so genau. Einzelne Triebe wirklich. Also wirklich nur einzelne. Wenn du drei, vier hast, dann reißt du alles runter. Sehr sensibel. Ah ja, das ist hier Risiko. Und halt gucken, dass die nicht in die Pflanzen in der Mitte von der Insel. Ich würde den nicht einfach hier rein. Stopf das einfach da rein. Sag mal, wenn du früher dein Zimmer aufgeräumt hast, hast du dann auch alle Sachen einfach in den Schrank gestopft oder wie war das? Ja. Okay. Beziehungsweise unters Bett. Ist noch besser. Jetzt schneid den Rest da hinten einfach ab. Was ist das hier, oder was? Ja, genau. Das würde ich wegschneiden dann. Kann ich das hier nicht? Siehst du? Eieieiei. Wieder zurück. Tschüss. Tschüss. Gute Reise. Der hier auch? Ja, klar. Der hat da überhaupt nichts zu suchen. Sieht doch so cool aus. Findest du? Das ist Urwald. Nee, ich will das nicht alles. Das ist kein Urwald, das ist eine Insel. Und den hier meinst du auch? Ganz runter hier? Ja, den, die du abgeschnitten hast, ganz runter. Mhm. Sehr gut. Man könnte eventuell von dem grünen Lotus, von dem Flipper-Lotus, noch so die oberen Blätter. Ich weiß nicht, ob die schön aussehen. Die muss man mal so immer kontrollieren. Wenn die schon Löcher kriegen oder so, dann würde ich die wegmachen. Eigentlich heftig überbelichtet jetzt, aber. Das geht voll. Ja, was sagst du? Ja, wenn die so fette Wurzeln kriegen und so, dann sieht das ja eigentlich unter Wasser nicht mehr schön aus. Dann würde ich da schon mal beigehen und die einfach rausreißen. Wobei, da gibt es ja beim Rausreißen einen Unterschied zwischen dem grünen und dem roten Lotus. Ne? Ah ja, okay, einen darf man nicht. Ne? Das heißt, ich muss jetzt hier unten wahrscheinlich. Genau, den grünen musst du unten abreißen. Wenn man so wenig Blätter hat, dann kann man das ja machen. Wenn man jetzt richtig viel hat, dann wird es natürlich schwierig, die alle unten abzureißen. Aber den roten, da kannst du oben dran ziehen und in der Regel geht das Blatt unten ab oder der Stängel unten ab an der Wurzel. Und bei dem grünen einfach da, wo du ziehst. Wenn sie das Regel hier kann oben. Ich auch abmachen. Ja, auch weg, oder? Mach weg, komm. Lieber nicht. Der soll gar nicht so eskalieren. Da kommen ja auch schon viele neue Blätter unten. Und hier auf der Rückseite übrigens auch. Das ist. Ist das nicht Stellata, ne? Wieder? Oh, ist das nicht. Ist das nicht, ne? Und so? Und so, vor allen Dingen. Was ist denn mit Ludwigia Rot? Die würdest du auch so lassen? Ich glaube, ich würde die noch lassen. Okay, wenn du das so sagst. Das Einzige, was ich noch sehe, ist, mit der Schere würde ich hinten, auf der Rückseite vom Schacht, sind zwei Halme Rotala, die ich am
wahrscheinlich irgendwie mal nicht richtig erwischt habe. Die sollte man vielleicht noch irgendwie vernichten. Den Rest würde ich, glaube ich, lassen. Aber wenn du noch irgendwas schneiden willst, das hier schön. Noch ein Skalar oder so vielleicht. Wie immer. Guck mal hier. Einen kleinen Neon. Das ist, ne? Ja. Das Auge zum Detail. Das ist bei diesem Becken auch tatsächlich sehr gefragt, finde ich, ne? Also wenn man mehr Hardscape hat, muss man schon auch mehr aufs Detail achten, damit die nicht alles völlig verwachsen, die Pflanzen, ne? Ja, klar. Kriegst du nicht so einfach raus wie aus dem Zoll. Dann abkeschern, würde ich sagen. Das ist jetzt hier gar nicht so kiloweise, wie ich das sonst von dir gewöhnt bin. Ja, nee, das ist ja auch... Das ist ja hier noch Anfänger-Level, ne? So, und ich... Fische, ne? Genau, Fische. Das wollte ich jetzt gerade... Man sollte auf jeden Fall Fische mitfangen, wenn man... Also besser hier so raus... Besser angeln, immer so rum, ja. Genau, mit der Hand rausnehmen. Klar, die Feinheiten hinterher geht nicht mehr, aber dann sieht man ja auch eher, ob man irgendwie einen Fisch mit hat oder nicht. Von daher. Das riecht aber auch gut. Riecht gut? Mhm. Holen ja gleich noch einen Salat hier. Könnte sich die auch ein bisschen näher stellen, ne? Könnte man. Muss ja auch nicht. Aber die Kamera ist auch gar nicht so leicht, ne? Nee. Eine Position immer lange zu halten ist immer ein bisschen doof. Ein bisschen komisch. Da muss man immer. Ja. Und was mache ich jetzt hier mit dem ganzen kleinen Schrott? Ja, musst du alles rausholen. Also es empfiehlt sich, wenn man so viel Kleinzeug rumschwimmen hat, ne? So einfach aus der Praxis heraus, das einfach in Ruhe zu lassen, weil das eh hochschwimmt und irgendwas anderes zu machen. Mhm. In dem Fall jetzt zum Beispiel Scheiben putzen oder so. Oder Kaffee trinken. Kaffee trinken ist auch eine Option auf jeden Fall. Man sieht das da hinten, ne? Guck mal. Ja. Und dann kann man das einfacher rausholen. Wir hier den Flipper Max. Den Flipper Max. Den Flipper noch nicht Max. Die Version Float. Der neue Flipper Max ist Float. Oder alle Flipper. Das hier ist noch hier die Geringverdiener. Man muss nur mit dem Sand aus der Hölle aufpassen, ne? Bei dem Becken. Ja, ich mache jetzt erstmal hier vorsichtig. Ich kann das auch nachher machen. Und immer schön in die Silikonnaht rein, ne? Immer mit der Ecke der Klinge in die Silikonnaht rein. Und immer schön Bahn für Bahn. Ich versuch's. Soll ich mal hier den Sand des Todes? Du musst aber aufpassen, dass keine Körnchen hinter drunter sind. Du bist mir schon viel zu nah da dran. Ich krieg schon Schweißausbrüche. Mach ich ihn hiermit jetzt? Einfach lassen. Das kann man hinterher wegwedeln mal eben. Da ist schon eine Bahn ausgelassen. Wo? Achso. Wo? Erzähl doch keinen. Hier mache ich jetzt den Mitarbeiterkonkurrenz. Eieiei, der Thron wackelt. Pass auf. Ist das eine Kampfansage an Dustin oder was los? Dustin, kannst du bald mal die Kamera halten? Für alle ungeübten Aquarianer kann man natürlich jetzt relativ einfach überprüfen, ob die Scheibe wirklich sauber ist und wie der Jannis gearbeitet hat und ob der dem Mitarbeiter wirklich Konkurrenz macht. Und man sieht das hier, weil es sind überall Streifen auf der Scheibe. Das ist ja noch nicht fertig. Da sieht man von innen durch sie. Ist doch noch nicht fertig. Nee, ist richtig. Das wird aber relativ schwierig, das jetzt so hinzukriegen. Also wenn du mich fragst, guckst du mal von der Seite rein. Was soll denn da noch sein? Ja, aber wenn du mal hier. Ja, okay, da unten. Ne? Hier. Ne? Ja, das Problem ist ja beim Scheibenputzen, wenn wir da jetzt was übersehen, ne? Ja. Dann ist das in 3 Tagen richtig grün. Und auch wenn es nur ein dünner Belag ist. Und dann ist der Kunde traurig. Besonders bei diesem Becken hier, weil der ja selber überhaupt keinen Scheibenmagneten hat. Ich wollte gerade sagen, wieso hat der denn selber keinen? Ja, weil die Gefahr, dass hier jemand in den Sand geht mit dem Magneten und dann die Scheibe zerkratzt, ist mir einfach viel zu groß. Naja, hier oben auf jeden Fall noch. Ne? Einmal ganz oben entlang. Ja. Ist jetzt aber schon Richtung Amano hier. Ne? Am einfachsten ist das, wenn man Bahn für Bahn, ne? Also wirklich, und die halbe Bahn immer nochmal mitmacht, die man vorher gemacht hat. Das ist wirklich am einfachsten. Das sagst du so. Das sag ich so. Ist ja nicht so, als würde ich das selber nicht dauernd machen. Du machst das selber nicht. Zählt doch keinen hier. Also ja, mach ich das. Alter, du bist viel zu nah am Sand. Hast du Sand drunter? Nee, nee. Ist eine Katze, oder? Ich habe eine zerkratzte Scheibe nachgemacht.
Diese Präzision. Auf jeden Fall. Guck dir das an. Guck dir das an. Bahn für Bahn. So wie es sich gehört. Ich würde mal sagen, ich gehe mal eben auf die andere Seite und mache die andere Seite. Ich habe nämlich letztes Mal, habe ich gesehen, meinen Dings da verloren. Hm? Vergessen. Willst du einhändig Scheiben putzen? Ja. Oh. Ja, dann. Ich habe letztes Mal einfach hier meinen Scheibenmagneten stehen lassen. Deswegen musste ich die ganze Woche mit nur einem Scheibenmagneten klarkommen. So, sag doch mal was dazu. Was haben wir gemacht? Du Assi. Wir haben Pflanzen geschnitten. Haben wir hier ganz viel weggerupst, richtig schön kurz jetzt auf den Stein drauf. Ich denke mal, das ist auch so gewollt, dass der da so drüber kriecht und nicht hoch, ne? Das ist das Hygrophila. Hydrocotyle, glaube ich. Hydrocotyle tripatita haben wir dezimiert und zwischen die Steine gestopft, so gut es ging. Rotala Walichi? Nee, das ist ja die Hara tatsächlich. Ja, auch wenn sie gar nicht so aussieht, wie man die Hara kennt aus diversen Aquascaping-Videos, ist es Hara. Haben wir ein bisschen geschnitten. Das hier ist Walichi, ne? Nee, das ist Rotodifundia. Ich höre einfach auf. Walichi ist zwischen den beiden, die ganz feine da. Die da. Ne? Die das ist Walichi. Ah ja, okay. Den Pogostemon haben wir wieder schön kreisrund geschnitten. Den hier wollte der Jonas nicht, dass ich den schneide. Ich glaube, ich hatte dein Gesicht nicht ganz drauf, nur so höhere, halb, aber das ist nicht schlimm. Höhere Gewalt hat mir verboten, den zu schneiden. Dann wird das auch so richtig sein. Das Veto des Pflegers. Genau. Dann Janis. Hast du noch was zu sagen oder eine Frage? Ich fand das wunderbar, wie du das gemacht hast. Dankeschön. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett für euch, mal andersrum. Und es haben ja immer viele gesagt, der Janis, sag mal vor die Kamera. Ich merke schon, das wird ja schon wieder rausfliegen. Aber ja, ich meine, wenigstens kann ich ja schneiden und lass dich das nicht schneiden. Insofern ist das in Ordnung. Soll ich das Video mal schneiden? Ja, das geht Spaß. Wahrscheinlich ziemlich in die Hose. In iMovie. One Take halt. Ne? Ich finde, das hat gut geklappt alles. Insofern, ja, sehr gut. Ja, kann man schon zufrieden sein. Cool. Dann. Ciao. Tschüss.